Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg. Landschaftspark Duisburg-Nord hier, Startpunkt zum Mammutmarsch Ruhrgebiet 2023. Ich freue mich wie ein kleines Kind, mein zweiter Mammutmarsch in diesem Jahr nach Hamburg Ende Februar. Und ihr seht schon hier kurzärmlich, fast schon sommerliche Temperaturen. Heute gemeldet sie bis an 20 Grad, soll zwar ein bisschen regnen, egal, das tut der Stimmung keinen Abbruch. Und wir warten jetzt noch ein bisschen hier, dass es losgeht, Startgruppe 2, 7 Uhr. Kulisse schon wieder wunderbar und gleich ist los, ich freue mich. Ihr glaubt gar nicht, wie stolz wir sind. Über 8000 Mammuts gehen ja dieses Wochenende auf die Strecke. Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Sehr geil, da geht's für euch los in 5, 4, 3, 2, 1. Los Mammut, viel Spaß und bis später! Kilometer 2, mittlerweile mag man ja gar nicht sagen, ne? Gerade erst losgelaufen. Wir haben schon mächtig Spaß hier, sind jetzt erstmal 5 Kilometer auf dem grünen Pfad, was fast schnurstracks geradeaus. Also verlaufen kann man sich sowieso nicht. Ja, mittlerweile Kilometer 6, bisher ja landschaftlich nicht so ganz abwechslungsreich, aber wir kommen jetzt hier gleich an den Rhein-Herne-Kanal am Gasometer vorbei und dann geht's straight Richtung VP1, die ersten sauren Gurken. Ja, liebe Leute, knapp Kilometer 10 hier und Leute sozusagen aus unserer münsterländischen Heimat getroffen, die Ramona aus Burg Steinfurt und die ist unterwegs hier mit dem, wie heißt du denn? Sockel. Sockel. Ja, super. Aber das ist ganz schön anstrengend, auf 55 Kilometer hier den, nicht? Oh, 30 habe ich schon damit gemacht. Ja, cool. Respekt. Peter, nimm den Beispiel dran. Nächstes Mal, ne? Kommt Gizmo auch mit. Nächstes Mal Gizmo mitnehmen? Ja. Ich brauche einen Hund, der mich schiebt. Ja, genau. Kann man ja auch davor spannen, nee, ne, den Hund? Nee. Das wäre dann noch effektiver. Du würdest wahrscheinlich ziehen. Alles klar, dann noch einen schönen Tag. Ciao. Auch so. Das Wichtigste. Ja, liebe Leute, da kommt man dann nett ins Gespräch hier bei VP1 und dann geht die Zeit vorbei. Man dachte ja eigentlich in den 5 Minuten hinsetzen und dann weiter, aber da waren wir glaube ich schon wieder ein Viertelstündchen hier. Ja. Geht ja gar nicht, ne? Wir sind nachher noch wieder dunkel, wenn wir ins Ziel kommen. Also, weiter geht's. Sonne scheint, Samstagmorgen, diese Ruhe hier am Wasser spazieren gehen, herrlich, ne? Herrlich, Männer, das ist herrlich. Und wisst ihr, warum das so ruhig ist? Weil wir den Peter verloren haben. Der Peter wollte noch was filmen da hinten an der Brücke. Diese Ruhe, ich genieße das. Ich komme an! Ich
Mittlerweile ist unser Wanderquartett auch vollständig. Okay. Mit dabei, ja, hier habt ihr schon gesehen, der Peter hier vom Kanal Black Max, der Jörg und jetzt auch der Joe. Extra aus Stuttgart hier ins Ruhrgebiet bekommen, um diese herrliche Wanderung mit dieser herrlichen Begleitung hier heute zu erleben. Ich habe die herrliche Begleitung, jawohl. Start haben wir uns ja nicht gesehen, hat er schon ein bisschen verpasst. Ne? Duisburger Straßenbahnsystem ist wohl nicht so richtungsweisend ausgeschildert, dass man auch mal in die andere Richtung fährt. Ist aber auch eine schöne Stadt, kann man sich ja alles mal angucken. Ja, natürlich. Vielleicht nicht direkt vor dem Start, aber sonst auf jeden Fall. Ne? Der Starter, der wurde uns ein bisschen ausgespannt, der Joe, ne? Von einem anderen Wanderer. Ein anderer Wanderer? Oh, der hat ihn vereinnahmt. Ja, hat er uns den, unseren Joe hier in Beschlag genommen. Ja, liebe Leute, wir versuchen ja immer so bei Ampeln und sowas schnell vorbeizukommen, weil das Grün ein bisschen zu interpretieren, aber es gibt auch Aufstauungen, die haben Vorfahrt definitiv. Das sind die Kommunionkinder hier. Unglaublich. Da waren wir natürlich gern. Mittlerweile hier Kilometer 17, die ersten kleinen Höhenmeter, ich hab mal geguckt hier. Wir haben schon 100 Höhenmeter geschafft, sind bloß noch knapp 200. Und die laufen hier nebenbei so mit, also richtige Steigung, sag ich mal, jetzt die Mammomarsch Heidelberg oder sowas, gibt's ja hier gar nicht. Ne? Das ist halt Ruhrgebiet, mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Gleich kommt noch die Zeche, nee, die Halde, wie heißt die Halde nochmal? Zollverein. Halde, Zollverein. Nee, wahrscheinlich heißt die anders, aber wo der Tetraeder oben drauf ist, da dürfen wir noch hoch. Und dann schauen wir mal, ne? Wie heißt die Halde? Halde-Beckstraße, siehst du? Ist immer gut, jemanden dabei zu haben, der sich auskennt. Ja, liebe Leute, mittlerweile 20 Kilometer, müssen wir mal gucken. Wir genau 4 Stunden und 2 Minuten verstrichene Zeit und 5,4er Schnitt. Wir laufen ja jetzt hier nicht auf Sport, auf Zeit, aber das ist okay. Ne? Und ich habe noch so eine kleine Hoffnung, meine Tochter läuft auch mit. Die ist jetzt um Punkt 11 Uhr, haben wir es jetzt gerade gestartet, die 30 Kilometer. Und rein theoretisch, wenn sie langsam genug läuft und wir das Tempo beibehalten, haben wir noch eine Chance, die zu treffen auf den letzten 10 Kilometern. Kilometer 23 und wir kommen jetzt hier in Essen an die Zeche Zollverein. Dauert die Schlange an der Pause ja länger als die Pause gleich. Manchmal überrascht man sich auch wieder selber. Es ist schon fast gesund, was ich mir jetzt hier geholt habe. Keine Süßigkeiten. Und ich habe dem Peter auch eine kleine Motivationsbanane mitgebracht, nämlich die Du schaffst das Banane. Was der VP manchmal nicht leisten kann, kann halt ein guter Wanderkamerad leisten, nämlich eine Wurst. Tippitoppi. Danke, Jörg. Oh, so lecker. Ich bin heute Morgen ja direkt kurzärmlich gestartet. Es waren 8 Grad, 10 Grad oder sowas. Aber ist okay, man weiß, aber ein paar Meter gelaufen. Es wird relativ warm und mit der Windbreaker-Weste alles gut. Der Peter hatte gerade schon ein Problem. Der hat ja mit der dicken Jacke gestartet, die in den Rucksack zu bekommen. Und der Joe hat ein ähnliches Problem. Und muss man halt ein bisschen erfinderisch werden. Also wenn ihr sowas mitmacht, dann nehmt euch einen Rucksack mit, wo es reinpasst. Oder drauf passt. Oder halt keine Jacke. Oder eine Jacke, die man beim VP liegen lassen kann. Ne? Muss man sich eine neue kaufen. Ein bisschen Schwund ist immer. Komm, Joe. Aber so geht's ja auch. So geht's auch. Weiter geht's. Thank you.
Ja, liebe Leute, mittlerweile 13 Uhr, also inklusive Pausen 6 Stunden hier unterwegs. Ungefähr Streckenhalbzeit hier bei Kilometer knapp 28 auf der alten Nordstern-Strecke. Wie heißt das hier? Nordstern-Trasse. Trasse, dankeschön. Nordstern-Trasse. Irgendwo rechts ist Gelsenkirchen, hinter uns ist Essen. Wir laufen jetzt Richtung Bottrop. Das Problem, wenn man mit Joe unterwegs ist, der kennt immer alle Leute, man kommt irgendwie gar nicht weiter. Die haben ja auch schon mal Videos gesehen. Hi, Zwo, hi. Hi, Dominik. Und hat er den Dominik hier getroffen? Mhm. Weiter geht's, Richtung Halde. Immer diese E-Bike-Rocker, bist du einfach weggeklingelt hier, das ist unglaublich. Und es gibt ja auch Leute, die bei so einer Marschveranstaltung 55 Kilometer hier unterfordert sind und die bereiten sich dann sozusagen ihre Beine ganz besonders darauf vor. Ja, liebe Leute, Kilometer 35 jetzt hier VP in Bottrop. Hui, sag gerade ruhig, ich zeig euch mal warum. Kommen wir um die Ecke hier, Zeche Prosper 2. Und auf Wettervorhersage ist es schon am Regnen. Von daher bin ich sehr dankbar, die Sonne scheint. Und wir jetzt hier 35 Kilometer, was haben wir, bis 14 Uhr einen im Sinn, 7,5 Stunden knapp unterwegs sind. Aber noch richtig fit dabei und freuen uns dann gleich oben rauf auf die Halde an der, wie heißt die Straße nochmal? Halde? Beckstraße. Halde Beckstraße, dankeschön, den Tetraeder bezwingen zu dürfen. Aber erstmal ein bisschen Pause machen. Für so einen Verpflegungsposten auf jeden Fall eine super Kulisse, das motiviert mich jetzt gerade total. Also ich bin ein bisschen demotiviert, hier gibt es nicht mal Kohlehydrate. Also keine Schokosnacks, kein Snickers. Es gibt Gurke, saure Gurke, ein paar Salzstangen. Und jetzt kommt ein bisschen cooler hier, Gatter. Und dann muss ich mal eben kurz hier um die Ecke. Dann geht's weiter. Einmal Cola bitte. Ja. Dankeschön. Bitte. Nicht? Ja, Freunde, nach gefühlt einer Stunde Pause, wie lange waren wir hier? Ich weiß jetzt noch nicht. Viel weniger war es, glaube ich, nicht. Ne? Aber es gibt hier, guck mal, Joe hat noch lecker Eis gefunden hier. Das ist ein richtiger Italiener, glaube ich. Ja. Eine Eisbude, richtig gutes Eis. Auf jeden Fall haben die länger Pause gemacht als wir, weil wir später kamen und wir starten gleichzeitig. Also wer ist jetzt die Pussy? Ja, das könnt ihr jetzt ja denken, wie das sein kann, ne? Dass die hier später angekommen sind. Und darum, noch weiter geht's. Freunde, Kilometer 37 und alle machen mir hier Angst wegen Tetraeder und hast du nicht gesehen, ne? Riesenberg schaffst du nie im Leben. Guck dich mal den kleinen Hügel an, ey. Ein Sandhaufen da. Was ist das? Mhm. Da schauen wir gleich mal. Schauen wir mal. Hallo? Das Mammut ist am Limit. Ja.
der Angstgegner heute hier bei Kilometer 38 oder 36, 37, wie sowas hier. Die Stufen rauf, 400 Stufen. Knapp zum Tetraeder. Und die Aussicht ist natürlich bombastisch. Und du hast für dich jetzt hier auch eine kleine Herausforderung, oder? Ja, natürlich, klar. Ich habe meinen Puls so messen können, ohne die Hand aufzulegen. Ich muss mir jetzt ein bisschen das Schöne reden. Aber ich war dann schon ein bisschen kurzatmig. Aber in meinem Alter darf es auch mal sein. Ne? So, du hast es super gemacht. Ich habe gar keine Frage. Jetzt ist ja alles sehr gut. Wo? Ja, liebe Leute, und oben vom Tetraeder ist die Aussicht natürlich noch bombastischer. Ja, Azubi. Weil es Azubi gebogen ist, nicht? Wir sind gerade an der Kante zur Runde. Wie man von hier oben schön sehen kann, ist es in Duisburg am Regnen. Das ist jetzt ja unser Ziel sozusagen, ja, zurück zum Start zu laufen. Ja, aber war schon eine tolle Sache, eine tolle Erfahrung, wenn es jetzt mal da oben auf dem Tetraeder zu sein, weil es ganz schön wackelig ist. Und hier oben bei dem kleinen Zwischenvorbeet gab es auch noch lecker Marmorkuchen. Konnte ich jetzt nicht filmen, ich hatte die Finger von Schokolade. Ich hatte nämlich keine Servietten. Ja, der Peter und ich haben gerade festgestellt, wir sind beide richtig stolz auf uns. Auf jeden Fall. Das können wir auch sein. Ne? Auch, dass wir es zusammen gemacht haben, aber eine schöne gemeinsame Erinnerung. Ja. Das freut mich. Tetraeder. 400 Stufen. Unglaublich. Bis oben hin. Und dann noch hier das Gerippe da hoch. Ja. Und du mit deiner Schwindelfrei, du musst auch erwähnen, ne? Meiner Höhenangst. Hallo? Ja. Dafür hast du da ja, hast auch gut mitgezogen. Ja, bei mir schon die kleine Trittleiter mit zwei Stufen. Und mich einer festhalten muss, das stimmt, ja. Weiter geht's. Willkommen in Bottrop bei Kilometer. Schauen wir mal. Kannst du zum Teil? 39. Na, mittlerweile 10 Stunden, wir werden immer doof am Kopf. Wir dachten echt schon hier. Verpflegungsposten Nummer 4 mit Würstchen vom Grill, das wäre es gewesen jetzt. Ne? Aber wir sind nicht weitergekommen. Ich glaube, jetzt so eine Bratwurst im Brötchen, das wäre der Game Killer gewesen, die Worte. Ja, Freunde, wir sind ein bisschen überrascht jetzt hier. Die Strecke jetzt hier rechts über den Golfclub Oberhausen Richtung VP4. Ja, vielleicht sind wir im Golfclub, keine Ahnung. Ne? Was der Mammutmarsch da für uns bereithält, aber ich glaube kaum. Ne? Nicht jetzt zu früh gefreut, hier wäre es weitergegangen Richtung Golfclub und wir. Wir gehen jetzt hier. Schön durch die Wallamucken. Wir werden gerade noch die Mitfahrgelegenheiten geregelt. Wir sind natürlich CO2-neutral. Der Peter, freundlich wie er ist, in seinem Tesla uns hier aus Havixbeck, aus dem Münsterland, hier nach Duisburg gefahren. Mit dem Strom vom eigenen Dach, hoffe ich doch. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und er kümmert sich natürlich dann auch wie eine Mutter darum, dass wir alle wieder heil nach Hause kommen. Ne? Ja. Und der Joe auch in seinem Hotel in Essen wieder heil ankommt. Ja. Weil, kann ich mal verraten, Joe war heute Morgen zu spät zum Start, weil, habe ich das schon erzählt, weiß ich gar nicht, erzähle ich nochmal, weil die Ausschilderung der öffentlichen Verkehrssysteme hier in Duisburg wohl nicht so verständlich ist, dass Leute, die hier zu Besuch sind, die richtige Richtung wählen. Habe ich schön gesagt, ne? Ja. Und damit er sich dann schon wieder verfährt, ne, haben wir gesagt, weißt du was, Safety first, Joe bringen wir jetzt bis zum Hotel. So sieht's aus. Aber erst mich nach Hause. Haben die eine Hotelbar?
Also so richtig gastfreundlich wirkt das jetzt hier nicht in Oberhausen, dass man nicht mal für Fußgänger auf dem Zebrastreifen anhält, aber gut, ist dann so. Das haben wir Motivation hier, ne, die Leute. Dankeschön für die Motivation. Bravo. Ja, bald habt ihr das geschafft. Ja, ich glaube auch. 12 noch oder 10? 10 noch. Ja, liebe Leute, wir sind hier bei VP4, mittlerweile gleich 18 Uhr, bei ein bisschen Kopfrechnen, also 11 Stunden unterwegs, 45 Kilometer. Und da ist auch der Ruhrpott-Griller, da gibt es Currywurst. Ist leider nicht im Startgeld mit inbegriffen, muss man extra kaufen, aber es gibt es ja immer. Ja, liebe Leute, das war jetzt hier ganz kurz VP4. Wir müssen mal zusehen, dass wir jetzt Richtung Ziel kommen. Es sind noch 9 Kilometer. Haben wir gerade erfahren, weil der Regen rückt näher. Regenradar sagt, da schauen wir mal, dass wir nicht so viel davon abbekommen. Hier geht's weiter. Was wir auf jeden Fall feststellen nach VP4, dass das Teilnehmerfeld hier ganz schön ausgedünnt ist. Jetzt kommen ja 30er und 55 Kilometer zusammen. Und so langsam waren wir jetzt ja auch nicht unterwegs. Ein gut 5er Schnitt. Ob die alle noch kommen? Ob die alle schon weggelaufen sind? Da willst du die Pause machen? Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Sind die uns alle weggelaufen, schon die anderen? Warum sind wir hier so wenig Leute? Die anderen, ich glaube, die sitzen noch. Wir waren schon immer ganz dazu piert. Wen meinst du? Ach so. Es regnet. Aber macht ja nichts, ne? Hier. Weißt du, Erfahrung ist der beste Koch, ne? Ja. Peter hat auch einen Schirm dabei, aber er meint, ein bisschen Wasserkühlung ist auch ganz gut. Flüssiger Sonnenschein. Flüssiger Sonnenschein, genau. Brauche ich mir einen Schirm. Sehr schön. Mittlerweile hat es jetzt so richtig schön, in Anführungsstrichen, eingeregnet hier. Ist es trotzdem, wir sind jetzt hier am 50-Kilometer-Schild angekommen. Also leider nur noch 5 Kilometer, dann ist der schöne Tag schon wieder vorbei. Und leider jetzt nicht wegen der Strecke, dass ich jetzt sage, okay, muss unbedingt noch weiterlaufen, wäre jetzt kein Problem. Aber wir haben uns halt letztens unterhalten, ne? Und der Joe war wieder dabei, extra aus Stuttgart angereist hier, um uns zu marschieren. Und da bin ich schon wieder ein bisschen wehmütig. Also so, wenn du das hier siehst, wir müssen unbedingt das Ganze bald wiederholen, woanders zusammen. Ich werde jetzt bis zum Ziel ein bisschen weniger filmen, weil jetzt hier 3 Kilometer bis zum Ziel. Das Letzte, was ich euch gezeigt habe, war ja das 50-Kilometer-Schild. Da waren es ja noch 5, gut 5,5. Und Ruhrgebiet im Regen sieht halt so aus wie Ruhrgebiet im Regen. Und darum werde ich die Bilder aus dem Ziel. Und wir laufen jetzt noch hier ein Stündchen. Nee, 3 Kilometer. Halbes Stündchen. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder hier. Mammutmarsch Ruhrgebiet 2023, 55 Kilometer, obwohl es knapp 56 waren. Aber wir haben auch 6 Stempel in den Stempelpass bekommen, von daher alles gut.
Wetter hat zum Schluss nicht so mitgespielt, aber es hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Ich bin total begeistert, wieder mit unserer Wandertruppe, mit den Wanderbuddies hier unterwegs zu sein. Und wir vermissen ein bisschen den Lutz, der war letztes Mal noch dabei. Liebe Grüße nach Hamburg hier an Lutz. Genau. Grüßen dich ganz, ganz lieb. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat, gerne den Kanal abonnieren. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und erst mal. Ciao. Tschüss. Ciao. So, Finisher Bier. Jo. Yeah.